Radfahren gehört sicherlich zu den klimafreundlichsten Fortbewegungsmöglichkeiten. Allerdings ist die Herstellung und auch die Entsorgung von den Dingen, die wir fürs Radfahren brauchen, dann oft nicht mehr so klimafreundlich. Die Firma Falkenthal hat mit der Falk Ocean hier jetzt eine Fahrradtasche auf den Markt gebracht, die aus recyceltem PET besteht. Das Material stammt zum einen als Beifang aus Fischernetzen und zum anderen aus Müllverbrennungsanlagen. Dementsprechend wird dann auch weniger CO2 produziert, weil dieses PET ja in dieser Tasche recycelt wird. Ich bin jetzt ja schon seit mehreren tausend Kilometern zufrieden mit meiner Falk Pro unterwegs und ich freue mich, dass die Firma Falkenthal mir jetzt die Falk Ocean hier in Meeresblau zum Ausprobieren und zum Vorstellen zur Verfügung gestellt hat und die schauen wir uns jetzt mal genauer an. Zunächst die Abmessungen. Die Tasche ist ausgerollt 62 cm hoch, 34 cm breit und 17 cm tief. Sie wiegt 990 Gramm und das Volumen beträgt, je nachdem wie man den Verschluss rollt, 22 bis 28 Liter. Im Inneren der Tasche finden wir ein Laptopfach für Laptops bis 15 Zoll. Das Fach ist 33 cm breit und 32 cm tief. Und hier vorne noch eine kleine Netztasche mit Reißverschluss. Und diese Netztasche ist ebenfalls 33 cm breit und 14 cm tief. An der Vorderseite gibt es hier diese circa handflächengroße Tasche für Kleinigkeiten. Der Reißverschluss ist natürlich so wie die ganze Tasche auch wasserdicht. Das Firmenlogo von Falkenthal, das V hier vorne mit dem Falkenkopf, ist reflektierend und große Reflektoren gibt es auch hier an beiden Seiten. Die Tasche verfügt über einen Rolltopverschluss. Wenn ich die Tasche schließen möchte, rolle ich sie dementsprechend, sagt der Name ja schon, oben zu. Kann das Ganze jetzt dann hier an dem Clip verschließen, hier stramm ziehen, dass sie zu ist und kann jetzt zusätzlich noch an den Seiten diese Klipse hier einklipsen, das dann stramm ziehen oder ich habe die Möglichkeit auch die beiden Klipse hier oben zu verbinden und kann die Tasche dann so auch tragen. Zur Tasche gehört auch dieser gepolsterte Tragegurt, den man relativ simpel hier an den Seiten einklicken kann. Das sind übrigens Metallverschlüsse. Und den muss man auch gar nicht entfernen beim Transport. Wenn man die Tasche also am Fahrradgepäckträger eingehangen hat, würde das ja eigentlich durch die Gegend wackeln. Aber in diesem Fall hat man die Möglichkeit, das hier unten an dieser Halterung hier einzuklemmen. Und dann hält das. Schauen wir uns jetzt mal die Rückseite an. Das abschließbare Befestigungssystem lässt sich kinderleicht und auch ohne Werkzeug ganz einfach individuell an verschiedene Gepäckträger anpassen. Es werden drei verschiedene Reduzierstücke mitgeliefert, sodass Gepäckträgerstärken von 5 bis 18 mm möglich sind. Um die Tasche am Rad abschließen zu können, benötigt man ein spezielles Schloss. Ich habe jetzt hier so ein kleines Vorhängeschloss. Das richtige Schloss dafür gibt es natürlich auch im Shop bei Falkenthal. Aber um das einmal das Prinzip zu zeigen, wird hier das Schloss dann eingeführt und dann kann ich als Gelegenheitsdieb die Tasche nicht ganz einfach vom Fahrrad so entfernen. Die untere Fixierung lässt sich genauso kinderleicht wie die obere und ohne Werkzeug individuell an Gepäckträgertypen anpassen. Was mir hier auch besonders gut gefällt, ist dieser Kantenschutz. Der sorgt halt dafür, dass die Tasche nicht am Gepäckträger scheuert und das Material dann in Mitleidenschaft gezogen wird. In der Videobeschreibung finden alle die, deren Interesse ich jetzt geweckt habe, den Link zur Firma Falkenthal. Mit dem Code SWOBO10 bekommt ihr dort 10% auf alle Artikel im Shop. Ich bin jedenfalls begeistert, dass aus Plastikmüll was Sinnvolles entstanden ist, etwas, was ich regelmäßig nutzen kann. Und vielleicht hat der eine oder die andere von euch ja auch Interesse an so einer Tasche und dann auch viel Freude daran. Ich sage jedenfalls danke fürs Zuschauen und bis demnächst, euer SWOBO. Tschüss.